KinoCast. Hallo und willkommen zum KinoCast Nummer 769. hallo Chris. Oh mein Gott, einen wunderschönen guten Tag, hallo. Was für ein Start. Was denn? Penis. Ja, hätten wir das schon wieder. Müssen wir doch mal einen Explicit Tag heute verwenden. Ja, wir sind heute zu zweit hier in dieser Sendung und haben aber trotzdem ein paar Filme mitgebracht. Denn wir hatten in der Sneak Preview die romantische Komödie Love Again. Und der sehr gefeiert wurde, als der Titel kam. Das stimmt, so. Das stimmt. Da gab es Applaus, als sich angedeutet hat, in welche Richtung das geht. Vielleicht waren sie auch alle nur froh, dass keiner der anderen getippten Filme kommt, man weiß es nicht. Weil du hattest ja gesagt, einer der Filme kommt von denen, die getippt waren, und ja, hattest die vorher vorgelesen bei der Moderation, und vielleicht waren da einige froh, dass nicht irgendwas kam, was sie gar nicht sehen wollten. Ja. Wer weiß. Ja, obwohl so horrormäßig war ja nichts dabei. Indiana Jones stand ja noch mit in der Verlosung und noch irgendein anderer Film. Ja. Naja, gut. Also Love Again, Sneak Preview der vergangenen Woche. Ich habe im Heimkino mal den Film X nachgeholt, obwohl ich da ein bisschen vorsichtig war, den zu schauen, weil das ist ja quasi, also das ist der Vorgängerfilm von dieser Sneak Preview, die wir hatten, die hieß Pearl, mit dem jungen Mädchen, die dann zu Hause irgendwie alle massakriert und so. Und da hat es geheißen, ja, das ist das Sequel zu dem Film X, der vor ein paar Jahren ziemlicher Erfolg war, was ich so mitbekommen hatte in meiner Bubble. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich tue mir den doch mal an. Ich hatte höchste Bedenken, und mal gucken, was da rausgekommen ist dabei. Und eine Spieleempfehlung habe ich tatsächlich noch. Und deswegen haben wir heute mal die Games-Rubrik. Ne? Du siehst ja vielleicht schon im Dokument. Ja, ja. Okay. Ich habe mich extra bei den Spielen mit Diablo schon zurückgehalten. Achso, ja, kannst du gerne mit reinnehmen. Wir haben ja heute nicht so viel. Erzähl mal was zu Love Again. Love Again. Wir lernen zu Beginn die Myra kennen. Myra Ray, gespielt von Priyanka Chopra Jonas. Und die ist zusammen mit, oh Gott, wie hieß ihr Verlobter? Moment, das muss ich mal tatsächlich gucken. Das habe ich nicht gemerkt. Aber die ist auf jeden Fall total glücklich in ihrer Beziehung mit John, so hieß er. Arnese Keen spielt den John. Ist total glücklich mit dem in ihrer Beziehung. Ist alles so toll und alles so schön. Und dann kommt es zu einem tragischen Unfall, den John leider nicht überlebt. Und es gibt dann den harten Cut mit 2 Jahre später. Sieht man sie dann, wie sie bei ihren Eltern hockt, ihre Schwester dann schreibt, ihre dann so schreibt so, hey, jetzt raff dich mal langsam wieder auf, wäre vielleicht schön, wenn du mal wieder auch rauskommst aus dem Leben. Also ihre Schwester Susie, gespielt von Sophia Barclay. Und sie macht sich dann tatsächlich auf, zurück in die große Stadt, weil sie sagt, ja, okay, vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn man wieder zurückkommt, oder wenn vielleicht bringt sie auch was, wenn sie wieder da ist. Und gründet dann quasi eine WG mit ihrer Schwester und besucht alte Plätze und so ein bisschen, ja, fährt immer noch das Auto von ihrem verstorbenen Ex, also dann Ex von ihrem verstorbenen, fast Verlobten. Oder waren sie schon? Ich glaube, er wollte fragen oder sowas. Ja, er hatte den Ring ja schon besorgt. Ja, genau. Und alles. Und ja, jedenfalls kriegt sie dann bei ihrem Stamm-Italiener oder in einem Stammlokal von dem Besitzer, der sich auch freut, sie wiederzusehen, kriegt sie dann den Tipp, hey, ich mache es so mit meiner verstorbenen Frau, ich hocke mich abends hin bei einem Glas Wein und dann erzähle ich ihr von meinem Tag, und das funktioniert für mich und vielleicht ist ja auch was für dich. Und sie probiert das mit dem Wein, ist allerdings nicht so ihrs, und stattdessen schnappt sie sich ihr Handy und schreibt SMS an die Nummer von John, schreibt einfach ihre Gefühle, ihre Gedanken da auf. Und wie so oft im Leben werden Handynummern halt nicht nur einmal vergeben, wenn die nicht mehr aktiv sind, sondern werden sie auch gerne ein zweites Mal vergeben nach einer gewissen Sperrfrist.
Und so kommt es eben, dass diese ganzen SMS tatsächlich auf einem Handy auftauchen, nämlich bei Sam Hugen, also bei Robert Burns im Film Sam Hugen, so wurde, glaube ich, ausgesprochen, der arbeitet in einer, für eine Zeitschrift, für, kriege ich nicht mehr zusammen, für welche Zeitschrift, New weißt York, noch? Irgendwas. Ja, ja, okay, sehr gut. New York Post, New York Chronicle, irgendwas, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Und der soll als Musikredakteur, einen, ja. Genau, als Musikredakteur und soll eigentlich einen Bericht über Céline Dion schreiben. Und die kriegen dann Diensthandys und plötzlich tauchen bei ihm die Nachrichten auf. Und der denkt erstmal so, hey, was ist das für ein Quatsch? Verarschen mich meine Kolleginnen und Kollegen hier oder was soll das? Und geht dem Ganzen so ein bisschen dann mal auf die Spur und recherchiert und findet dann eben heraus, okay, das gehört dieser Mira. Er stalkt sie sozusagen. Sie schreibt ja dann, ja, ich gehe heute mal in die Oper oder sowas oder ich mache dies und das und dann geht er halt auch dahin in der Hoffnung, die irgendwo zu sehen oder so. Und dann, er sieht sie dann auch wirklich. Und sie lernen sich dann natürlich auch kennen. Und sie glaubt, das ist Schicksal und das, ja. Aber sie weiß halt nicht, dass er sie gestalkt hat. Genau, genau. Und währenddessen ist er dann noch bei Céline Dion auf einer Pressekonferenz. Die Céline Dion stellt dann fest, oh, sie glauben nicht an die Liebe. Und also ja, weil er wurde auch verlassen. Also er, das heißt auch, er wurde verlassen am Tag der Hochzeit. Wurde er stehen gelassen. Und deswegen sagt er, ist die Liebe ja auch von Arsch. Und funktioniert ja nicht. Das heißt, sie wohl tragisch alles verloren hat und er, der einfach stehen gelassen wurde und den Glauben an die Liebe ebenfalls verloren hat dadurch. Und was könnte wohl jetzt passieren? Eine psychologische Session mit Céline Dion. Ja, genau. Psychologische Sessions mit Céline Dion und die Annäherung der beiden und weil man sich dann doch kennenlernt. Aber wie lange wird er dieses Geheimnis, dieses schwere Geheimnis, was er mit sich rumträgt, wie lange wird er das, wird das da sein und zwischen ihnen stehen und wie wird es dann ausgehen und alles, das verraten wir jetzt natürlich nicht. Ich lese gerade, dass wir was verpasst haben, glaube ich zumindest. Okay, was haben wir es verpasst? Es gibt offensichtlich eine Mid-Credit-Scene, in der Rob Céline Dion in seinem neuen Podcast als Gast hat, als ersten Gast. Oh, das sind wir gegangen dann, ne? Wahrscheinlich. Okay, ja gut. Ja, passt aber okay. Mhm. Ja, Love Again startet am 6. Juli und dauert, ich habe immer noch keine, dauert 100 irgendwas Minuten, na doch, 105 Minuten, also 1 Stunde 45. Und ja, mir fällt es tatsächlich schwer, arg viel Nettes und Positives über den Film zu sagen, weil er tut keinem weh, der Film, er ist schon ein bisschen goldig. Die Rolle von Céline Dion war auch sehr spannend und es ging natürlich dann auch ganz viel um Songs von Céline Dion. Wer hätte es gedacht, die ja auch Produzentin des Films war, wer hätte das gedacht? Und es ist halt ja ein romantisches Filmchen, eine Romantik, die natürlich auf zwei so arg geschundene Charaktere da aufeinandertreffen. Ja, bisschen lustig ist manchmal auch, aber ich fand einen Spruch vom Erik sehr schön während dem Film, der mich gefragt hat, sind wir in der Ladies Night gelandet? Es ist ein typischer Film für eine Ladies Night und deswegen, glaube ich, tat ich mir ein bisschen schwer. Vielleicht auch ein guter Date-Movie. Kann man ja, ein Date-Movie, ja, definitiv, funktioniert. Okay, wenn du das sagst. Oder? Würde schon sagen. Ist doch immer gut bei einem Date-Movie, wenn es dann am Schluss gut ausgeht und die beiden sich gefunden haben. Nicht spoilern. Ja, das war sehr schwer. Denkst du, ein romantischer Film, wo am Schluss alle sich zerfetzen und dann irgendwie alle sterben? Ja, das weiß man ja nicht. Ist doch immer das übliche Strickmuster. Ich habe es extra nicht gesagt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es nicht gesagt, Erik hat es gesagt. Man kennt sich, man will ja wissen, was man erwartet. Die beiden finden sich und dann entzweien sie sich und dann kommen sie wieder zusammen. Das ist doch das übliche Strickmuster bei solchen Sachen. Es gibt da wenige Filme, die davon abweichen. Ja, also der Film ist natürlich triefend romantisch, schmalzig teilweise, aber wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, ich fand ihn eigentlich ganz nett, auch gerade so das Thema, den Spin ein bisschen mit Musik und so, war natürlich leider nur Céline Dion, also wenn das so ein bisschen eher so High-Fidelity-mäßig gewesen wäre, dass er irgendwie alle möglichen
Musikrichtungen und Künstler und sowas da gut findet und mit reinnimmt. Das wäre natürlich geiler gewesen hier, aber ja, der Rest, wie die sich dann finden. Es war auch schön gefilmt, so an den Orten, wo sie sich dann begegnen. Und ich fand auch die Nebencharaktere, also ihre Schwester fand ich ganz cool. Die hat fast ein bisschen die Show gestohlen. Die fand ich tatsächlich besser als den Hauptcharakter, muss ich immer noch sagen. Und auch seine Leute, die da im Büro saßen, so fand ich gut. Also so dieses ganze Setup, das Setting, was da war, fand ich echt ganz, ganz gelungen. Und für eine Sneak, muss man auch nochmal mitsehen, ne? Für eine Sneak, so eine romantische Komödie, ein bisschen witzig, ein bisschen das, ein bisschen Facepalm, okay. Ja, und dann irgendwie so ganz, ganz knapp über der 90-Minuten-Marke mit 10 Minuten mehr oder 15 Minuten. Das ist ja völlig okay, deswegen habe ich den auch ganz gut bewertet. Ja. Musikmäßig war es jetzt nicht ganz so meins, war Celine Dion, okay. Ja, ich hab mich tatsächlich. Ich musste im Erik mehr oder weniger versprechen, dass wir auf die Playlist heute keinen Song von Celine Dion setzen. Genau, ich habe gesagt, wer? Wer? Das war so, ich lösche den ganzen Podcast, okay. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ja, es war natürlich. Ja, also wie gesagt, es ist tatsächlich was für eine Date Night, für eine Ladies Night. Es ist Rom-Com. Wo man meiner Meinung nach schon bessere gesehen hat. Wir haben jetzt noch rausgefunden, was war das SMS für dich? War die Vorlage dafür? Ja. Also der deutsche Film SMS für dich mit Katja Riemann, die da eine fiktive Künstlerin spielt. Hier hat Celine Dion da quasi die echte Künstlerin gespielt. Und ja, SMS für dich habe ich auch nicht gesehen. Da kann ich jetzt keine Parallelen ziehen oder was da besser war oder schlechter oder sowas. Wundert mich jetzt aber eigentlich, weil du stehst ja eigentlich auf so Filme. Aber okay. Ja, ist bestimmt auch. Hat sehe gerade hier bei Moviepilot, hat 6,5 von 10 bekommen. Da haben ja mittlerweile auch schon einige abgestimmt. Ja, das ist ja, glaube ich, muss ganz okay gewesen sein. Ja, ich überfliege es hier gerade. Also ich habe ihn tatsächlich bei 4,5 von 10, weil er hat ganz gut angefangen oder hat ganz nett angefangen. Und dann ist bei mir irgendwie das, ja, irgendwie abgeknickt in eine ganz falsche Richtung und dann fand ich es teilweise einfach nur noch völlig Banane. Ich meinte, SMS für dich hat die 6,5. Ach so, Love Again ist hier noch nicht bewertet. Ja, stimmt, aber Love Again hast du ja hier gut bewertet. Ja, den gebe ich mal 7 Punkte da. Ja, siehst du. Ich habe ja so ein bisschen, das ist so mein Guilty Pleasure, solche Filme, so wie Notting Hill oder irgend sowas, so ein bisschen so romantisch, schmalzig und so. Das ist irgendwie, verfängt das ein bisschen bei mir. Deswegen. Ja, ich fand das ganz okay. Ich habe ja auch Dawson's Creek alles geguckt. Das war ja auch. I don't wanna wait. Wenn du da nicht ein bisschen ein Fable für so Schmachtfetzen hast, dann kannst du das auch nicht durchstehen. Ja, deswegen von mir 7 Punkte und ich gucke gerade mal in unsere Gloria Sneak Gruppe. Da hat sogar jemand oder mehrere Leute eine 10 gegeben. Finde ich ein bisschen überzogen, okay. Aber das waren vielleicht die auch geklatscht haben am Anfang, wo es losging. Ja. Gibt aber auch welche mit 0 Punkten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wollen wir die mal outcallen, wer das war? Nee. Nein, aber gleicht sich alles wieder aus. Aber deswegen, also ich glaube am Ende, so mit den paar Leuten, die 10, paar Leute haben 7, 6, 5 und dann einige weniger haben 3 und 0. Ich glaube, jetzt mal so grober Überschlag, liegen wir irgendwo so zwischen 6 und 7 Punkte dann im Durchschnitt. Deswegen, also schon über dem Durchschnitt ein okayer Film, für die Sneak mehr als okay. Und ansonsten, ja, wenn man da noch ein bisschen sowas sehen will, was Romantisches, wenn man nicht gerade mit seinem Date in Fast and Furious X gehen will oder irgendwas oder in Pearl, dann ist das vielleicht eine sehr, sehr gute Wahl. Vielleicht auch jetzt, wo es jetzt sommerlicher draußen wird, diese ganzen Freilichtkinos, ey, mehr als top. So ein bisschen irgendwo schön im Liegestuhl sitzen, an irgendeinem Getränk nippen mit der Freundin, Freund oder was auch immer. Und da sowas gucken, optimal. Richtig guter Film dafür. Finde ich. Ja. Okay, was erwartet uns denn dann morgen so im Sneak-Tipp? Wie lautet denn dein Sneak-Master-Hinweis? Für die Sneak 1171 am 3. Juli 2023 lautet der Tipp: schnell in Richtung Osten. Aha, es sind 2 Tipps eingegangen. ich habe getippt Mac 2, die Tiefe, weil das ist ja auch wieder bestimmt mit chinesischem Geld finanziert oder irgendwo und haben da, das spielt ja bestimmt wieder da im Pazifischen Ozean, da vor der Küste von Asien, schätze ich mal. Und vielleicht fällt auch da mal irgendwo das hier ein bisschen schnell Richtung Osten, weil da der Hai im Westen ist oder keine Ahnung.
war nur so mein Tipp. Aber der Martin hat ja auch noch was getippt, der immer sehr richtig lag bei den letzten Sachen. Der hat auch Love Again richtig getippt. Und der wirft uns in den Ring Insidious The Red Door. Da weiß ich allerdings nicht, was das mit Osten und so, aber vielleicht hat er da den Trailer geguckt, den hat er auch mit verlinkt. Vielleicht fällt da irgendwo mal der Satz, muss ich auch mal einen Blick reinwerfen. Könnte sein. Insidious war ja schon ein paar Mal in der Verlosung bei den Sneak-Tipps, wenn ich mich da richtig erinnere. Und bevor wir jetzt dann zu den Heimkino-Sachen kommen, gucken wir erstmal, was im Kino dann in den Charts drin ist und was neu anläuft. Kino-Charts und Neustarts. So, die Charts, ich habe jetzt auch mal die deutschen Charts nebenbei mit offen. Es gibt nämlich eine leichte Differenz. Wir haben quasi für die vergangene Woche bis zum vergangenen Donnerstag, also die Kinostarts vom vergangenen Donnerstag, den, heute ist der 2., es müsste der 29. sein, die sind jetzt da noch nicht drin, ne? Sonst hat man ja immer schon mal das Wochenende mit drin, das ist jetzt nicht so, sondern die vergangene, bis zum vergangenen Mittwoch quasi. Und da ist in Stuttgart auf Platz 6 ist Flash, The Flash, ist deutschlandweit auf Platz 3. Ja, immerhin. Könnte wegen mir auch weiter oben sein. Auf Platz 5 Asteroid City, der ist ja jetzt erst gestartet auch. Ist das so? Oder? Ich glaube. Weil eigentlich haben wir das. Oder zweite Woche. Wahrscheinlich, dann ja, das ist wahrscheinlich die zweite. In deutschlandweit ist der auf Platz 6, genau. Ja. Genau, ist die zweite Woche, läuft der. Steht hier auch drin bei in der Übersicht. Okay, was haben wir noch? Auf Platz 4 in Stuttgart ist Ariel, die kleine Meerjungfrau. Ich guck gerade mal. Ich finde die gar nicht in der. Ach, hier doch, The Little Mermaid, Platz 7. Fünfte Woche. Auf Platz Nummer 3, No Hard Feelings. Den hatten wir in der Sneak. Ja, der ist deutschlandweit auf Platz 4, ist die erste Woche am Start. Und Platz 2 ist Spider-Man Across the Spider-Verse in Stuttgart. Deutschlandweit ist der auf Platz 1. Fragt sich, wie lange noch, weil in Stuttgart auf Platz 1 ist Elemental. Und der ist deutschlandweit auf Platz 2. Ja, da ist ein bisschen anders herum. Ja, weil Spider-Man läuft da schon eine Weile. Sehr spannend. Okay, was läuft denn Neues an? Was könnte dem denn Konkurrenz machen? Ich gucke hier mal bei kino.de zuerst mal. Da startet auf jeden Fall ein Film. Das werdet ihr beide jetzt als Eltern noch nicht so kennen, weil eure ist ja noch ein bisschen kleiner. Aber bisschen. Bei meinem läuft Disney Channel und da läuft eine Serie relativ häufig, auch wenn er zu mir sagt, dass er die gar nicht so gerne guckt, aber er läuft halt immer, so wahrscheinlich so ein Guilty Pleasure von ihm, nämlich Miraculous, Ladybug und Cat Noir. Das ist so eine französische animierte Serie, die spielt in Paris mit so einem Mädchen, das kann sich durch so einen Marienkäfer in eine Superheldin verwandeln. Und dann gibt es auch noch Cat Noir, das ist halt so ein Junge. Und die beiden kennen sich auch. Wenn die sich aber so sehen, also im normalen Leben unverwandelt, dann wissen sie nicht voneinander, dass jeweils der andere auch ein Superheld ist. Und ja, so ein bisschen wie bei Superman. Er setzt die Brille auf, kaum erkennt ihn, keiner erkennt ihn mehr mit der Brille, weißt du, so ungefähr ist sie auch. Ist aber ganz süß gemacht eigentlich. Oh, wow. Und sehr erfolgreich, ja. Die haben immer ganz irrwitzige Fälle auch. Ne? Was weiß ich mit. Aber es ist ein Musical-Film. Ach du Scheiße, okay. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn der Erik von dem berichtet. Nee, da gehe ich nicht rein. Da muss ich nicht rein, zum Glück. Ja. Ah, ich würde es feiern. Dann startet Insidious, The Red Door, fünfter Teil der Horrorfilmreihe und finales Kapitel der furchterregenden Geschichte rund um die Familie Lambert. Was hat das jetzt hier mit Osten zu tun? Man weiß es nicht. Startet auch noch Mein fabelhaftes Verbrechen, eine französische Komödie mit Isabelle Huppert, in der eine erfolglose Schauspielerin in Paris der 30er Jahre des Mordes an einem berühmten Filmproduzenten bezichtigt wird. Geht 102 Minuten. Ja, wäre wahrscheinlich die bessere Alternative zu diesem Babylon-Film gewesen, den wir da mal in der Sneak hatten, dieses 4-Stunden-Ding. Love Again startet, dem haben wir auch schon mal gesprochen, dachte ich. Ja? Ja, habe ich schon mal gehört. Stimmt. Der startet auch, ja. Dann Alma und Oscar, ein Drama des österreichischen Filmemachers Dieter Berner über Alma Mahler und Oskar Kokoschka, wer kennt sie nicht, zwei Kunstikonen des frühen 20. Jahrhunderts und ihre leidenschaftliche, zuweilen zerstörerische Affäre. Österreichischer Bumsfilm.
Ja, das ist richtig gut. Die Purpursegel, weil ich habe zuerst die Purpursegel gelesen. Oder Säckel. Und dann die Purpursegel. Purpursegel. Die Purpursegel. Keine Ahnung, was das ist. Ein Drama steht da. Purpursegel. Das Purpur ist ein Buch auf jeden Fall. Spielt in der Normandie im Jahr 1919. Ein ehemaliger Soldat, der den Ersten Weltkrieg überlebt hat und seine Tochter Juliette leben zurückgezogen in einem kleinen Dorf im Norden Frankreichs. Eines Sommers lernt das schelmische Mädchen mit einem ausgeprägten Hang zur Musik einen Jungen in ihrem Alter kennen. Jean ist ein wohlhabender Erbe, dessen Herz und Seele an der Eroberung des Himmels hängt. Zwischen diesen beiden verträumten Kindern wird ein geheimer Pakt geschlossen, der die Zeit und die Tragödie überdauern wird. Klingt aber auch ganz nett. Eine Stunde 45. Puh. Ja. Ja, das, ja. Die kleine, nee, was haben wir hier? Nicht. Chopper. To the Chopper. Steht hier Thriller, Thriller, aber drin steht Doku-Drama. Australien, das Land der schillernden Kriminellen. Staunend steht der Cineast vor diesem ebenso fesselnden wie amüsanten Doku-Drama. Muss ich ins Gedächtnis rufen, dass er dem Stand-Up-Comedian Eric Bana in seiner Glanzleistung und nicht etwa dem wahren, real existierenden Mark Chopper Reid zusieht. Hä? Verstehe ich nicht, worum es da gehen soll. Egal. Dann startet noch Unser Fluss, Unser Himmel, ein Drama über die bewegte Zeit in Bagdad zum Ende des Jahres 2006 und die Ereignisse, welche zur plötzlichen Hinrichtung von Saddam Hussein führten. Okay, ich sehe gerade auch, Chopper ist bei Filmstarts gar nicht gelistet und bei VDF Kino auch nicht, der kommt wahrscheinlich nicht und auch dieser Untitled Warner Brothers Eventfilm auch nicht. Ja, also da war es das mit den Neustarts für diese Woche. Ich werfe mal noch einen kurzen Blick, was so an Serien-Neustarts vielleicht gibt. Heute startet eine Serie neu, also am ersten, nee, gestern, Entschuldigung, 1. Juli, nee, Juli haben wir doch schon, Moment. Ich bin hier bei Juni. Hier, Juli, Blindspotting, Staffel 2, okay, eine neue Serie auf ProSieben Fun, die heißt Bump. Eine neue Serie auf Magenta TV, die heißt The Pursuit of Love. CSI Las Vegas startet die Staffel 2 auf RTL Plus, was für die Kate. am 4. Juli startet The Last King of the Cross auf Sky Atlantic. Haben wir noch so Schönes? Okay. The Rookie Feds startet auf Sky One. Da habe ich auch schon Werbung gesehen dafür. Und okay, Four Blocks wird auf Tele 5 ausgestrahlt ab dem 6. Juli. Ja, okay. Machen wir weiter mit dem gesehenen Film im Heimkino. Heimkino. So, Heimkino. Ich habe ja den Film X nachgeholt. Und wir hatten ja beide Pearl gesehen in der Sneak Preview. Oh ja. Und das hat uns... Der war sehr toll. Das hat uns echt ein bisschen verwirrt zurückgelassen, Pearl. Dezent, ja. Vielleicht für die, die die Sendung nicht gehört haben und von Pearl nichts anfangen können. Das spielt so in der Zeit um den Zweiten Weltkrieg herum. Eine junge Frau lebt mit ihrer sehr seltsamen Mutter, die sehr streng ist und so in irgendeinem Kaff, in irgendeinem Land, in so einem Farmhaus in den USA und der Vater hat wohl damals so eine Krankheit, die spanische Grippe, nicht ganz verkraftet, der ist halt sehr behindert irgendwie und sie müssen sich um ihn kümmern. Und dann, sie hat Träume, das junge Mädchen, sie will halt weg aus dieser Enge und ihre beste Freundin schlägt dann vor, da gibt es so eine Tanzrevue, wo sie vorsprechen kann und das wäre so ihr großer Weg da raus, also Deutschland sucht den Superstar, lässt grüßen, ne? Und das funktioniert aber nicht und dann dreht sie halt völlig am Rad und bringt Leute um. Okay, und es hat geheißen, oder ich kannte den Film X, weil das ging so ein bisschen durch meine Bubble durch damals, vor 2 Jahren. Und wir hatten den auch, glaube ich, sogar mal bei der Sneak mal getippt. Und da war so die Story, dass ein Filmproduktionsteam, was Adult-Movies, Pornofilme produziert, damals irgendwie in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre nach Texas geht, um dort einen Pornofilm zu drehen. Und sie werden dann halt, oder dann soll es halt sehr blutig werden. Das war so die Story. Ja, dass die da so ein bisschen überrascht werden von den Leuten. Das war so meins, was ich davon wusste. Und es hat dann geheißen, dass Pearl quasi so die Vorgeschichte dazu erzählt. Und
Ja, weil dieses X sehr gut bewertet wurde, auch in meiner Bubble, dachte ich, kann das sein? Soll das wirklich quasi die nachfolgende Geschichte von Pearl erzählen, von diesem, den ich sehr schlecht fand, den Film? Und da habe ich mir den mal geklickt. Kann man sich ja in diversen Streaming-Services ausleihen, gibt es auch als Blu-ray, aber Blu-ray wollte ich erstmal noch nicht kaufen. Ich dachte, okay, das Risiko gehe ich nicht ein. Und es geht, wie ich schon kurz zusammengefasst habe, darum, dass ein Kamerateam mit so einem VW-Bus oder irgend sowas, halt mit so einem Bus, dann aufs Land fahren nach Texas. Sie haben sich dort ein Farmhaus gemietet, weil sie brauchen natürlich auch immer Filmlocations. Ist ja nicht wie heute da in der Pornoindustrie, wo sie so fertig ausgestattete Häuser da haben, die sie sich da mieten, irgendwelche Top-Häuser, damit es alles ein bisschen glossy aussieht. Sondern sie sind da halt rumgefahren und sie wollen halt quasi das nächste Debbie Does Dallas produzieren, was damals wohl ein sehr bekannter Pornofilm war. Und ja, sie haben alles dabei, also sie haben Darsteller dabei und Kamerateam und Ton. Übrigens, die Tondame wird gespielt von Jenny Ortega, die wir kennen als die Wednesday. Und die Hauptdarstellerin oder eine der Hauptdarstellerin ist halt eben unsere Pearl, die Mia Goth, wie sie genannt wird. Und ja, sie kommen dann halt auf diese Farm, aber da ist halt alles ziemlich creepy. Da lebt so ein ganz altes Pärchen, die das vermietet haben, die wollen eigentlich nicht oder die denken, dass die einfach nur Urlaub machen wollen dort. Und als sie das dann rausfinden, dass die da Pornofilme drehen, sind sie nicht ganz so amused und die sind halt eh auch ein bisschen creepy drauf. Und ich will mal nicht zu viel spoilern. Ich komme mal gleich zu meiner Kritik, ich fand tatsächlich den Film X ziemlich gut. Also wirklich jetzt. Es hatte natürlich auch ein paar kuriose Szenen drin, ein paar eklige Szenen auch, aber die waren jetzt nicht so extrem und so, das war halt so übertrieben bei Pearl. Es wurde sich halt so richtig ausgeweidet an manchen Szenen, wo man dachte, oh nee, jetzt ist es doch langsam mal gut oder so. Hier war es so, das war ein bisschen dezenter gesetzt und es war eher so diese bedrohliche, komische Grundstimmung. Ich wusste natürlich, dass die Pearl ein bisschen was auf dem Kerbholz hat. Hier in X ist es so, die ist am Anfang halt erstmal gefühlt ein ganz normales Mädchen, die da dabei ist, ja. Aber mit diesem Wissen von Pearl wusste ich, okay, die hat offensichtlich vorher schon was durchgemacht, was ich dahingehend ein bisschen schade fand, weil dann war so ein bisschen die Überraschung, wie sie dann reagiert auf manche Sachen, waren ein bisschen vorweggenommen dadurch. Und insgesamt fand ich auch, jetzt wo ich X gesehen habe, wertet das für mich den Pearl-Film nochmal extrem ab, weil es passt, passt einfach nicht. Weißt du, Es ist derselbe Regisseur. Es sind dieselben Darsteller beteiligt gewesen. Und ich gebe mal ein Beispiel. Wir wissen ja, oder ich hatte ja jetzt ein spoilerfreies Beispiel. Wir wissen ja, dass der Vater von ihr sitzt im Rollstuhl und kann kaum noch was. Er kann sich nicht artikulieren und gar nichts. So. In X, was ja quasi das Spätere sein soll, ja, hält er im Fernsehen eine Rede oder so, da gibt es also diese Fernsehprediger, ne? Ja. In den USA. Und da ist er quasi eingeladen als Gast und erzählt so, wie schlimm seine Tochter abgedriftet ist und sowas. Und wir wissen, das kann nicht stimmen. Und da waren halt lauter so Sachen drin, wo ich denke, ey, was ist das für eine Scheiße? Warum habt ihr Pearl überhaupt gemacht? Ja, aber vielleicht geht es ja in ihrem Kopf so vor. Vielleicht ist nein. Das ist ein ganz normaler Fernseher, der läuft einfach so mit. Also das ist, es geht nicht in ihrem Kopf vor. Hier. Also da waren noch mehrere Szenen noch, wo du sagst, okay, Moment mal. Wenn Mia Goth, die ja hier die Pearl auch spielt, die heißt sogar genauso, ne? Ist ja klar. wenn die in Pearl das und das durchgemacht hat, warum reagiert sie jetzt so? Ja, also waren so viele, ich würde es mal sagen, Anschlussfehler, die einfach nicht zusammenpassen. Das macht Pearl nochmal schlechter, weil X an sich ist ein guter, genretypischer Horrorfilm mit so ein paar, nicht Haunted House, aber so mit so creepigen alten Typen und man weiß nicht, was geht da vor. Dazu noch mit diesem geilen Look, den die haben, wenn die zum Beispiel ihre Filme drehen, dann ist so ein bisschen dieser alte 16mm Look dann mit drin und ich fand ihn echt gut und dadurch, das wertet für mich diesen Pearl-Film nochmal ab. Wirklich, also es ist,
ich bin jetzt noch mehr hin und her gerissen, weil an sich hätte ich wahrscheinlich, wenn ich X zuerst gesehen hätte, hätte ich den sogar noch höher bewertet, weil der an sich sehr gut ist. Aber dadurch, dass ich immer schon wusste, was mit manchen Personen vorher passiert ist, hat es für mich auch den Spaß an diesem X-Film ein bisschen kaputt gemacht. Leider, muss ich sagen. Also von mir der Rat, wenn ihr die Chance habt, guckt das nicht chronologisch. Guckt vielleicht den Film X und lasst Pearl einfach komplett weg. Da war auch... Nein, das kann ich das spoilerfrei sagen? Deswegen, du hast den anderen Film auch schon gespoilert von dem. Naja, nee, ich überlege nur, weil der andere Film, ja. Es ist zum Beispiel, wir kennen ja, oder wir wissen ja von Pearl, da gab es zum Beispiel diesen See mit diesem Krokodil. Ja. Und die fahren ja dann in X, fahren die auf diese Farm und da gibt es genauso einen gleichen See mit so einem Krokodil. Wie kann denn das sein? Also genau mit so einem Steg, das ist glaube ich sogar derselbe Drehort gewesen, wo die es gedreht haben. Wie geht das? Also da haben sie wahrscheinlich in dem Film Pearl gedacht, so hey ja, wir machen das mal so genauso, wie wir es da gemacht haben, weil das war irgendwie ganz cool und haben vielleicht sogar, ich glaube die Farm war sogar fast dieselbe, wo sie das gedreht haben. Also das war ganz komisch. Also ja, also von mir bekommt der Film X 7 Punkte und ich glaube, wenn ich den ohne den Pearl-Film gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich noch höher bewertet. Deswegen, also kleine Empfehlung, warte, ich guck mal kurz bei Wer streamt es, wo es das überall gibt. Wenn ich jetzt nur X eingebe, findet er da was? Ja, hier ist er. Ja, da gibt es auf Horrorfilm. Sky gibt es ihn. Ja, genau, bei Sky hatte ich ihn mir mal geschaut gehabt und bei den anderen, da muss man sich's ausleihen für Geld oder halt kaufen, ne? Dann, aber wie gesagt, wer Sky hat, kann ihn ruhig mal schauen. Echt, vielleicht kannst du auch mal reingucken, jetzt mit dem Wissen von Pearl, weil ja. der ist echt nicht schlecht, aber du bist nicht ganz so für so Horrorfilme vielleicht, aber ja, Horrorfans ist der dann doch mal empfohlen. Gerade auch, weil der nicht so eine Top mit ganz viel Geld Produktion ist, sondern so ein bisschen ambitionierter, ich würde schon fast sagen Amateurfilm, aber ja. Okay. Was haben wir denn noch im Angebot? Sonst erstmal nichts. Serien habe ich auch erstmal nur. Ach, Silo habe ich zu Ende geguckt. Jetzt die erste Staffel. Großartig. Das Finale muss wohl gigantisch sein, oder? Hammer geil. Also wer, ich muss jetzt mal einen kleinen Bogen schlagen, wer damals Lost mochte, mit diesen ganzen What the fuck und wie kann das sein und was passiert denn hier? Ich glaube, der wird sehr glücklich sein mit Silo auch und auch sowieso, wer Fallout mag, weil das Ende von Silo von der ersten Staffel ist ein Fest für Fallout-Fans. Mehr sag ich mal nicht. Und ruhig mal reingucken, Silo. Die erste Staffel ist jetzt komplett verfügbar auf Apple TV Plus. Reinschauen, unbedingt. Okay, dann möchte ich mal noch ein Game vorstellen. Dafür haben wir auch einen Trenner lange nicht benutzt. Die Taste ist eingerostet. Games. Das Game heißt Forever Skies und das hatte ich auf meiner Wunschliste drauf bei Steam und dann schicken die ja immer mal so E-Mails, so ach übrigens hier, das Game auf ihrer Wunschliste ist jetzt gerade im Angebot und da habe ich gedacht, hä, was war denn das? Also ich packe da echt viel drauf, ne? Wenn ich irgendwo höre, hier, das könnte mir gefallen oder so und ich gucke da mal irgendwie einen Trailer, dann packe ich das drauf, muss ich vor einiger Zeit drauf gepackt haben, aber es befindet sich momentan noch in Early Access und man kann das kaufen, kostet aktuell 23,19 €. Also kein Vollpreistitel, wird wahrscheinlich dann, wenn es offiziell gestartet ist, wird das ein bisschen hochgehen vom Preis her, schätze ich mal. Und es hat mich dahingehend gecatcht, man kommt mit einer Kapsel auf die Erde zurück und die Erde ist total kaputt. Also Wasteland. Also man kommt auch nicht irgendwo in einer nuklearen Wüste zurück, sondern man crasht quasi auf einem Wolkenkratzer und man kann ja mal den Trailer irgendwie laufen lassen, da seht ihr schon mal so ein bisschen so einen Einblick. Das sind halt so diese Wolkenkratzer, sieht fast ein bisschen aus wie New York, alles kaputt und zerschlagen und fast ein bisschen wie bei Wall-E war das, glaube ich, ne? Und die Kapsel landet oben auf so einem Wolkenkratzer und dann ist es eigentlich so ein Survival, so ein Loot-Game, wo man dann so Sachen umbauen kann, weil man geht raus aus der Kapsel,
man findet so ein paar Sachen dort. Man findet auch so ein paar Leichen von Leuten, die es halt nicht geschafft haben. Und ja, kann da so Sachen zusammensammeln, Rohstoffe finden, dann so Stück für Stück in seinem kleinen Raumschiff da Sachen bauen, so Replikatoren und Luftfilteranlagen und sonst was alles. Und man kann dann auch das kleine Raumschiff umherfliegen und auf anderen Ruinen landen, die dann looten und alles Mögliche. Und ich hatte gedacht, ich spiele da mal rein, wo ich mir das installiert hatte jetzt vor ein paar Tagen. Und ich bin da echt festgehangen in dem Game. Also das hat mir so einen Spaß gemacht. Das hat so eine, ja, wie soll ich sagen, es hat kein Tutorial. Das Gute ist aber, also manchmal nerven ja auch die Tutorials so, ach übrigens hier, ich zeig dir mal, wie du springen kannst. Ja, überraschenderweise ist das die Space-Taste. Hätte ich ja nie gedacht oder so. Ne? Und ja, also das diese, kommt überraschend auch für mich jetzt gerade. Ja, diese üblichen Sachen, weißt du, so, ja, schauen nach oben, nach unten, weißt du. Also die setzen hier schon ein bisschen was voraus, aber das, was man lernen muss, also wenn man an irgendwas geht und dann sagt, okay, benutze das eh. Das sind alles so die üblichen Tasten, ja. Deswegen, man findet sich da total schnell zurecht. Man geht irgendwas hin, dann kommt da so ein Marker drauf und dann sieht man, okay, da kann ich was machen. Hier einsammeln, okay. Hat auch ein ordentliches Inventar. Ist nicht so gleich so, dass man überladen ist und irgendwas wieder wegwerfen muss. Was gerade so bei so Survival-Games nervt mich das immer, weil am Anfang denke ich, okay, brauche ich jetzt dieses Objekt? Nicht, dass ich das jetzt wegwerfe und ich brauche es später nochmal. Mhm. Genau dieses eine Objekt, woher weiß ich denn, ob ich das nochmal finde, weißt du? Und da macht es auch relativ leicht und es macht halt total Spaß, dieses Wasteland zu erkunden, Sachen neu zu bauen, das Luftschiff ein bisschen auszustatten mit Sachen. Und ich mag das. Also ich kann es echt empfehlen. Ich habe zwar jetzt hier auch eine neue PlayStation stehen und habe da ein paar Spiele. Und ich bin aber jetzt tatsächlich jetzt wieder auf dem PC mit dem Ding hier. Weil ich hänge da erstmal ein bisschen fest in dem Spiel. Macht Spaß. Forever Skies. Kann ich empfehlen. Auf Steam. 23,19 €. Ich werde es mal mit verlinken, kann da mal einen Blick reinwerfen, da laufen ja so ein paar Trailer ab auf Steam und da sieht man auch so Sachen, wo ich denke, oh, da will ich auch noch hinkommen, das will ich auch sehen und ja, dann kann man auch Waffen noch finden und alles mögliche. Das sieht so cool aus, das Ganze, was man hier schon im Trailer sieht und ich denke immer, oh, da will ich auch noch hin, da bin ich ja noch lange nicht und so. Und da kommen dann hier sogar noch andere Wesen, ich habe noch nicht mal andere Wesen gesehen hier und das will ich alles noch sehen und bin da sehr gespannt, was da jetzt noch alles implementiert wird. Early Access ist ja noch, ja. Empfehlung von mir, Forever Skies, kurz gesagt. Dann sind wir schon bei den Musiktipps, weil wir haben heute echt so eine schlanke Sendung, ist auch mal nicht schlecht. Zieht sich nicht ganz so lange mal. Und jetzt muss ich bloß noch den Button finden. hier, der war's. Music. So, von dir Celine Dion, My Heart Will Go On, habe ich gehört? Nee. Ja, und von dir Celine Dion mit. Ich kenne leider kein anderes Lied von dir. Obwohl im Film kamen ja viele, viele Lieder, aber es hat irgendwie nichts verfangen bei mir. All Going Back to You, wahrscheinlich von dir, von Celine Dion. Ja, Akkord, Dua Lipa, von der hat man es am Anfang des Films tatsächlich. Ich habe Zoe Wren. Das ist eine Singer-Songwriterin, die kommt aus London, lebt in der Schweiz und ist auch sehr auf Twitch aktiv, macht da immer wieder so Loops und so Musikdinger, wo man sich Sachen wünschen kann und sie spielt das dann live ein und singt. Das live zu sehen bei ihr ist wirklich cool, das kann man auch nebenher anhören, hat eine sehr schöne Stimme und die hat eine Single rausgebracht mit dem schönen Namen Vapor und gleich noch dazu sagen, das Bild, also so wie sie in Spotify oder das Albumcover so ein bisschen da hockt, so freizügig und offenherzig hockt sie in den Streams nicht da. Da hat sie einfach normal so ein bisschen noch einen Schlabberpulli an oder sowas. Und halt einfach so das nette Mädel von nebenan. So wirkt sie und so kommt das auch. Und es ist, ich kann es jedem mal nur empfehlen, da reinzuschauen. Ist ganz angenehm. Ja, wo ich das Bild ja sehe hier bei Spotify, ich habe es gerade hinzugefügt, habe ich mir schon gedacht, warum das bei dir verfängt. Das ist ja auch ein bisschen Anna de Armas Look hier. Ja, aber ich kannte sie, bevor ich die Single kannte, sagen wir so. Bevor du sie bildlich kanntest, mit Bild sozusagen. Genau. Ja, ich packe was drauf, das habe ich im französischen Musikfernsehen gehört, ein Duett von Dua Lipa und Angèle, französische Künstlerin, was mir sehr gefallen hat. Es ging
gefällt mir echt gut. Kann man gut hören. Hat auch schon 329.000 Aufrufe hier. Oder sind das Millionen? Ui. Sind das Millionen? 329 Millionen? Ist das eine Milliarde hier? Ich weiß gar nicht, wo der Punkt jetzt ist. Ja, sehr viele Aufrufe auf Spotify. Ich packe das mal drauf auf unsere KinoCast Songs Playlist. Yay. Dann sind wir ja durch für heute. Cool. Dann euch viel Glück nächste Woche und ja, danke schön. Dann alle Hörerinnen und Hörer da draußen, alles Gute für die nächste Woche euch auch und lasst es euch gut gehen. Wir hören uns dann, denke ich mal, nächstes Wochenende wieder. Ansonsten, falls meine Sendung ausfallen sollte, weil da sind ein paar Sachen geplant in der nächsten Woche, die vielleicht eventuell dazu führen, dass wir vielleicht mal aussetzen. Genau, dann nicht verzagen. Haltet den Feed abonniert, lasst mal ein bisschen Liebe da auf den diversen Plattformen, ein paar Likes, ein paar Sternchen und wo ihr das überall hört. KinoCast ist ja überall verteilt. Genau, würden wir uns alle sehr freuen. Vielen Dank dafür. Dann bis eventuell morgen in der Sneak, wenn du es schaffst. Ansonsten werde ich mal alleine die Stellung halten und mich entweder bei Insidious gruseln oder bei irgendwas völlig anderem. Mal gucken. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im KinoCast.